Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei InfoWelt. Unser heutiges Thema lautet Studieren im Ausland. Ein Auslandssemester oder gar ein Studium im Ausland ist bei jungen Menschen sehr beliebt. Und vor allem ein Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Raum kommt in der Arbeitswelt sehr gut an. Besonders interessant erscheint Neuseeland und wer träumt nicht davon, an einem Ort zu studieren, an dem andere Urlaub machen. Also, was spricht ansonsten noch für Neuseeland? Diese Frage wird uns unser Gast Esther aus Sinsheim bei Baden-Baden beantworten. Guten Abend, Esther. Also, was wären für Sie überzeugende Argumente? Guten Abend. Für ein Studium in Neuseeland sprechen definitiv die hohe Qualität der Lehre und die praxisbezogenen, arbeitsmarktrelevanten Studieninhalte, wie zum Beispiel bei Ökotourismus. Die Verbindung von Theorie und Praxis ist optimal. In der Theorie lernt man über die Maori-Kultur und deren Geschichte, über die biologische Artenvielfalt und das Klima in Neuseeland. Diese erlernten Inhalte werden dann in mehrtägigen Exkursionen angewendet und in einer Zusammenarbeit mit führenden Anbietern aus der Branche umgesetzt. Ach ja, und wer möchte, findet garantiert eine Möglichkeit, auch länger in Neuseeland zu bleiben, für den Fall, dass sie sich in Neuseeland verlieben. Okay, das reicht jetzt. Vielen Dank, Esther. Ach, warten Sie, habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann lohnt es sich definitiv auf der informativen Seite www.bildung-in-neuseeland.de vorbeizuschauen. Okay, Dankeschön. Vielen Dank für den gemeinsamen Abend und bis zum nächsten Mal.